Bevor dem Spiel am Freitag gegen TV Nährstedt war SFM Vechta Tabellenführer mit einem Vorsprung von 6 Punkten auf der nächsten Konkurrenz. Also wenn kein verrückte Sachen passieren, steuert SFM Vechta die Meisterschaft und den Aufstieg in die dritte Liga an. 7 Spiele, wo auf Papier 5 leichte und 2 schwere. Die 2 schwere sind gegen den Konkurrenz, Vorwahl Stade zu Hause und TV Euthen 2 auswärts. Freitagabend stand das Spiel gegen TV Nährstedt im Programm. Eine der leichten Spiele auswärts in der Hinrunde hat man vor Jahren gewonnen. Doch auch die auf Papier leichte Spiele können gefährlich sein, wenn man nicht konzentriert ist und wenn man nicht kämpft. Doch das Problem gab es Freitag nicht. SFM startete gut, sehr sicher in der Abwehr, die stand gut. TV Nährstedt hatte unheimlich viele Probleme, um durchzukommen. Dauerte mehr als 3 Minuten, bevor das SFM ihr erstes Tor schoss und das war Mette Müller mit das 1:0. Doch danach ging's los. Tina Schwarz mit das 2:0. Die Vechtaer Abwehr zwang Nährstedt zu Fehlern. Doch auch SFM war nicht fehlerlos. Und man vergab auch noch einige Chancen. Wiederum Ballverlust. TV Nährstedt. Ria Hatschek. Tina Schwarz. Und auch sie vergibt einen Schuss. Doch SSN hatte kein Problem mit Nährstedt. Nach 11 Minuten stand es 4:0. Gut gemacht, Lena Meyer. Und sie macht es alleine. 5:0. Dann ein 7 Meter Tina Schwarz. Linke von Segrin, stopp, doch, Lena Meyer, pass auf, und das 6:0. Die Vechtaer Abwehr stand in der ersten Halbzeit wirklich gut. Linke Kasperlik, und sie macht es auch allein. 7:0. Es war schon ein viertelstündiges Spiel, noch kein Tor von TV Nährstedt. Gut gespielt auf Mette Müller und das 8:0. Es wurde langsam peinlich für TV Nährstedt. Und wenn der Ball mal durchkam, dann war der Torhüter Selina Friede oder der Ball ging am Tor vorbei. Luca Wodde und das 9:0. 7 Meter Luca Wodde, sie hat die Chance auf das 10:0. Doch der Ball geht an den Pfosten. Und dann nach 20 Minuten Spielzeit, ein Drittel vom ganzen Spiel. Der erste Treffer von TV Nährstedt. Torschütze war Agnieszka Blascha. Doch danach traf Nährstedt des Öfteren, doch auch SFM Vechta. Es steht jetzt 13:4. Und Mette Müller setzt in 14:4, Halbzeitstand auf dem Anzeigetafel. Dann die zweite Halbzeit, SFM machte weiter, wo sie in der ersten Halbzeit mit aufgehört war.
nämlich Tore zu schießen. Ute Zimmermann auf Mette Müller und das 15:4. In der zweiten Halbzeit ließ die Konzentration der Vechtaler Abwehr nach. So spielte Nerstedt in der zweiten Halbzeit etwas mehr mit, was Tor betrifft, denn in der ersten Halbzeit trafen sie nur viermal das Netz. Das 15:15 erzielte Kirsten Kurok. Und Rika Rescher das 16:5. Der Vorsprung wurde langsam größer, steht ja 22:10. Foulspiel auf Mette Müller, 7 Meter. Rika Wäscher, kein Problem, 23:10. Tore gemacht, Rika Wäscher, doch Pech, Latte. Und dann passt Hanna Trepphausen auf, Tempo gegen Stoß. Echt schön herausgespielt, 23:11. Torschütze Stefanie Hanuschek. Hanna Trepphausen, die soeben nicht aufpasste, macht ein gutes Spiel, aber so wie alle Spielerinnen. Wie auch Rika Wäscher, die am Ende auf 6 Tore kam. Das war das 24:11. Gut gehalten, Rieke Kühling. Langer Ball auf Ria Hacek. Sie muss sich strecken, tut's gut. Und tolles Tor. 25:11. Und erneut Ballbesitz SFN. Anna Trepphaus. Ute Zimmermann. Anna Trepphaus. Dann nach der anderen Seite. Anna Trepphaus. Ute Zimmermann. Hier Hacek. Und es ist Rika Wäscher. 26:11. Damit noch 7,5 Minuten zu spielen. Es sind 28:14. Und es ist Ria Hacek. 29:14. Gut gespielt und es ist Nadja Albers, 15:29. Mette Müller, 30:15. Mette Müller war Topscorer mit 7 Toren. 7 Meter Nerstedt. Und 2 Minuten Rika Wäscher. Agnieszka Blascha, 16:30. Und mit einer anderthalb Minute zu spielen steht er 33:18. Und es folgt erneut Agnieszka Blascha, ein 7 Meter Endergebnis, 19:33, 33:19 für Sven Vector. Sie machen keinen Fehler und gehen weiter Richtung Meisterschaft. Und darauf war Stade mit 25:18 bei TV heute 2 gewonnen. Bleibt nur eine Konkurrenz mehr. VfL Stade mit 6 Punkten Rückstand. Nächste Woche geht's nach Mühlen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer.